Von 1960 bis 1993 befand sich in diesen Gebäuden am Schöneweiler Spreeknie das Werk für Fernsehelektronik. Rund 9000 Menschen arbeiteten hier, darunter zahlreiche Frauen. Für die Mitarbeiter gab es eine eigene Zeitung, den Sender. Er war ein Propagandainstrument der SED-Parteileitung des Unternehmens. In jeder Ausgabe der Zeitung wurde über den besten Mitarbeiter des Monats in Bild und Ton berichtet. Außerdem erhielt er ausgezeichnete 30 Mark Prämie. Rund 30 Jahre später haben die Projektkünstler Susanne Schleier und Michael Stephan 28 der damals ausgezeichneten Frauen interviewt und fotografiert. Aus deren Sicht der Dinge ist die Ausstellung Unsere Besten entstanden. Wir sind dieser Geschichte, die Sie hier sehen, dieser Installation zum ersten Mal begegnet, da oben in einem Raum, wo das Archiv von dieser Betriebszeitung liegt. Also Texte in einer Werkszeitung, Auszeichnungen, Belobigungen und auch die Bilder dazu. Und da wir beide davon ausgehen, dass diese Bilder Propagandazwecke hatten, die Fotos, haben uns natürlich die Menschen interessiert, die man jetzt treffen würde. Und das ist eigentlich auch die Grundidee dieser Arbeit. Und auf diese Suche haben wir uns dann gemacht und da begonnen eigentlich das gestern und heute auch in Vergleich zu setzen. Wir haben die meisten Frauen bei Ihnen zu Hause getroffen, also in ihrer eigenen Wohnung. Oder einige wenige wollten hier im Industriesalon fotografiert werden und interviewt werden. Und so haben wir dann die Orte gefunden. Also wir haben sie interviewt als erstes. Und dann an dem Ort ihrer Wahl in ihrem eigenen Wohnumfeld fotografiert. Was passiert mit der Ausstellung? Wird die noch woanders zu sehen sein? Wir arbeiten gerade daran, dass es eine Wanderausstellung wird. Also es gibt schon Anfragen, Angebote, die noch nicht spruchreif sind. Also wir haben gerade hier heute bei der Ausstellungseröffnung auch darüber gesprochen. Und sie soll wandern. Passend zu einer Ausstellung über ausgezeichnete Arbeiter spielte die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot dann noch einige Arbeiterlieder.